Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch in Köln bei der Werkstatt und wir schauen mal, wie die Reise heute geht. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine kurze Runde mit dem Radlader JCB 457 nach Lille. Da war ich auch noch nicht gewesen, jetzt zumindest auf dem Profil. 350 Kilometer, 5,5 Stunden Fahrzeit. Denn zum einen ist es warm, einfach nur warm draußen. Jetzt schon. Zumindest so warm, dass es hier im Zimmer ultra warm ist. Obwohl es eigentlich sogar ich mal wieder früh aufnehme. Zum anderen nehme ich das Ganze jetzt eigentlich 2 Tage später auf als geplant. Und nochmal zum anderen habe ich gerade einfach nicht die Möglichkeit. Vernünftig zu fahren mit der ganzen Scheißrechner hier. Links halten und dann links abbiegen. Und nochmal zum anderen. Alter. Biege nach links ab. Mal recht schön wieder eine Werkstatt aufsuchen und unser ganzes Geld wieder ausgeben. Wie viel bekommen wir nochmal dafür? Für den Auftrag? 12.000, super. Dann haben wir schon mal Verlust eingefahren. genau. Das ist ja cool, dass die Straße immer noch wartet. Also gut, das Quad ist ja irgendwie auch obvious, weil. Also. Mehr oder weniger obvious, aber ist schon nice. Allein das belebt der Stadtbild ja noch umso mehr. Große Baustelle. Auch hier in Köln. Wie weit fahren wir denn überhaupt? Ah ja, da war ja was. Wo war ich? Ah ja, da mit noch eine Baustelle. Noch eine große. Zu der können wir mal anliefern. Immer geradeaus. Und dann rechts halten. Der Nevermitter beginnt bitte jetzt, oder ist jetzt gerade letzte Woche angebrochen vom Summer Festival und da muss ich jetzt gerade nochmal ordentlich rein, was heißt rein buttern, aber eigentlich viel in-game sein. Damit ich das auch, das Event auch möglichst viel nutze. Und den größtmöglichsten Profit jetzt rausschlage, auch wenn ich, zumindest im späteren Verlauf, also man kann halt beim Summer Festival sich am Endeffekt auch noch Piñatasten zu holen und da werde ich nicht so viele haben, wie ich hätte haben können, weil einfach ich jetzt in den letzten 3 Tagen in der Zeit, wo ich, also ich verpasse zumindest mindestens einmal die Möglichkeit mir, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie viel bekomme ich. Ich verpasse zumindest 2 Piñatas jetzt gerade. Also waren ja auch nicht wirklich der Rede wert, aber. 2 Piñatas mal 9, also eigentlich 18 Piñatas. Mal. Ja gut, mal so, ne? Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Kommt im Grunde genommen. Ja gut. Wenn man jetzt das nochmal nimmt, ist das schon gar nicht mal so wenig. Also nicht sonderlich viel, aber auch nicht sonderlich wenig. Ich schätze mal, rechnen wir einfach mal mit 60. Wobei an einem Tag waren es auch 80. Dann sind das schon. Man bekommt zwar nicht immer alles, aber gut, sind schon potenziell.
Rechte noch fahren? Potenziell schon, ja gut, 60.000. Gut, im Endeffekt wird es wahrscheinlich allzu schmerzhaft sein. Immer geradeaus. Schon noch verkraftbar. Aber ja. Da ich die aktiv jetzt quasi mit Raids in Arc of Extinction immer verbringe, bleibt meistens immer ein Circle in der Mitte liegen. Oh shit, heute ist auch noch Sonntag. Also, na, ich deswegen ist also einfach um darauf hinaus zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen ist das Video so kurz, oder deswegen. Zum einen nehme ich jetzt wieder am Sonntag auf, zum anderen muss das Video dementsprechend am Sonntag. Will ich das gleich noch ändern. Was auch immer Zeit frisst. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und dann ist auch noch Sonntag, das heißt, ich muss auch noch mal. Ich muss sehr, sehr viel Zeit jetzt in Levelmitte verbringen. Gezwungenermaßen. Einmal um die Sahara Ball zu kicken. Und zum anderen um die Weekly wieder. Beziehungsweise die Weeklies im neuen Modul, Add-on, DLC, wie auch immer. Zu absolvieren. So, endlich auf der anderen Seite von Köln angekommen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich werde den Schlag auch nicht jetzt reparieren in Lille. Das mache ich dann nach der nächsten Fahrt. Biege nach links ab. Hier schon. Super. Ja, nach der nächsten Fall ist aber auch hier bitte nötig. Cool mit dem Hinterhof. Wir sind heile angekommen. Sieh dir, was da fehlt wieder. Zeit zu gehen. Geil, nochmal mehr Schaden. Dann schauen wir, wohin die Reise geht. Also wir fahren über die A4 und das ist aber schon in Belgien, fahren dann die A3. Die zur A15 wird bei Lüttich durch Belgien durch, wechseln auf die A7 und dann geht's über die A2. Und A23 in Frankreich nach Lille. Der Gang ist aber wahrscheinlich nicht, ne. Ich weiß nicht, warum ich geblinkt habe, aber Blinker funktioniert noch. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Da ist er auch schon wieder grün geworden. Die Ampelphasen sind gerade sehr nett. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Muss ich auch wieder mal Massen Downloads wieder anschmeißen, aber dann werde ich heute nicht dazu kommen. Zumindest nicht, weil ich never weiter bin. Aktiv. Ich muss aber auch echt anfangen, jetzt auch direkt hier nach. Das Problem ist, ich muss halt noch was wieder rennen, ne? Das ist halt wieder ein sehr unangenehmer Zeitfresser, weil, gut, gestern, ich weiß gar nicht, das war schon spät, als ich es gemacht habe, zumindest nach unserer Zeit, aber da habe ich teilweise schon echt lange warten müssen, bis ich dann eine Gruppe gefunden habe. Immer geradeaus. Eigentlich wollte ich auch diese Season wie heißt das Game jetzt nochmal? Gold Mining Simulator? Also der ehemalige Gold Rush Simulator. Wollte ich Season auch wieder mal eine Season fangen. Machen. Und das Spiel spielen. Aber. Ja, Gold Mining Simulator heißt es, glaube ich, mittlerweile. Weil der Gold Mining Simulator 2 ja auch angekündigt wurde. Aber da einfach der Grind in der Höhe zu groß ist und ich nicht irgendwie alle 4 Stunden hätte umlaufen wollen. Nebenbei dann halt noch eine Arc am zeitweise. Oder wo ich auch jetzt auch wieder angefangen wurde zu grinden. Deswegen. Konnte ich da jetzt auch nicht noch reingrinden. Bitte links halten. Muss ich dann wieder anderthalb Monate warten. Hör jetzt links halten. Das ist ja auch hier ein schönes Konstrukt hier. Vor allem ist es auch schön, dass das links halten wieder so früh kam. Kommt man sich wieder gut darauf vorbereiten. Great Boss 2 muss ich eigentlich auch endlich mal richtig reingrinden, aber allein bevor das, damit ich quasi direkt loslegen kann mit dem Housing DLC so gesehen. Wenn der Winter vorbei ist, dieses Event, ich glaube, und das ist eine Woche zumindest Pause.
letzte Mal, das ist dann auch, glaube ich, Chaos. Ah, das ist schon cool mit den Gebäuden, ne? Dass sie auch hier drin sind. Kein Plan, wie sie heißen, aber sie sind doch schon mit schon sehr charakteristisch für Köln. Mal abseits vom Kölner Dom halt, ne? Also, ich dachte mir so, ja schön, kurze Fahrt, 300 Kilometer. Gefühlt sind wir jetzt schon eine halbe Stunde in Köln. Okay, 18 Minuten. Immer geradeaus. Das war rot. Da wollte ich jetzt nicht so viel mit der normalen Bremse bremsen. War ein Fehler. Immer geradeaus. Da wäre jetzt auch nicht mal zum Stehen gekommen. Immer geradeaus. Ja. Mal abgesehen vom abgesehen vom zusätzlichen Schaden am LKW, das ist echt schon eine Fahrt zum Vergessen, einfach mal knapp 2,8 an Strafe zahlen müssen bisher. Rechts halten. Und dann kriegen wir auch noch nicht mehr Kohle dafür, wirklich. Also gut, wir bekommen zwar noch Kohle dafür, klar, aber naja, wie gesagt, das fahren wir dann alles wieder im nächsten, ja, nächsten Fahrt wieder ein. Dann geht es jetzt endlich nach 20 Minuten auf der Autobahn. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Auch cool mit dem Fahrradweg, der, keine Ahnung, aber in Realität auch so kiesig wäre und nicht auch asphaltiert. Aber immerhin wurde er dargestellt am Übergang. So, dann werden jetzt endlich wieder Kilometer runtergerobbt. Jetzt auch mal Zeit. Dann geht jetzt nochmal Kohle für die Bank drauf.
sind ja auch in Anführungszeichen nur noch 300 Kilometer. Also wir haben schon mal, wie war das? Na, 54 kann ich sagen, das muss noch weniger gewesen sein. 23, nee, 29 haben wir jetzt hinter uns, also mehr als 29, jetzt 30. Wahnsinn, wir kommen so gut voran. Aber oh, es ist ja auch nicht schlecht, ne? Es ist ja auch eine coole Sache, dass man halt so viel. Gut, wir hatten zwar quasi zweimal die Fahrt durch Köln, so, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, also, ne? Es ist aber trotzdem schön, dass man potenziell also 10 Minuten Stadtfahrt hat. Finde ich gut, dass die Städte mittlerweile so groß sind. Oder zumindest die überarbeiteten Städte groß sind. Ne? Man hat natürlich immer noch so, keine Ahnung, kleinere Städte oder Städte, die noch nicht überarbeitet wurden. Gebiete, die noch nicht überarbeitet wurden, besser gesagt. Wo dann Städte natürlich ja so ein 2-Minuten-Ding sind. Bitte links halten. Ja, tanken muss ich noch nicht. Das müssen wir dann wahrscheinlich auf der Fahrt von Lille nach wo auch immer hin. Da kannst du halt auch echt nach überall hingehen. Also wir hatten ja auch, also ich hab's ja nicht gesehen, aber wir hatten auch viel Großbritannien da und Schweden glaube ich auch. Und Polen. Das Ausfall ist auf jeden Fall da. Und Frankreich ist ja doch schon auch relativ zentral. Wir müssen. Das war der Scheibenwischer. Geht zum Glück nicht an. Regelt sich auch nicht. Ich bin nicht auf O gekommen. Ich glaube, ich bin auf P gekommen. So, wahrscheinlich müssen wir es links halten. Ja. Wir wollen nicht ins Industriegebiet von Liège, sondern wir wollen Richtung weiter nach Brüssel. Da mussten wir den mal ausbremsen hinter uns. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht rübergekommen. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Sonst wäre es wieder so ein Kampf gewesen um die linke Spur. Immer geradeaus. Bleiben noch links, halten den Verkehr noch ein bisschen weiter auf, schön über den Flugzeug, was gerade startet. Wird auch immer hier gemacht, wird gebaggert, wird auf alle Fälle liegt hier Sand. Viel Sand. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. So, Lille ist auch schon ausgeschildert. Schön hier am Airport von Liège. Die Sonne auch schon wieder und es wird wieder warm.
den lasse ich noch vorbei und danach dränge ich mich rein. Hoppla. Ja, super. Hat sich ja gelohnt. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Obwohl, dürfen wir sogar schneller fahren. Wir sind ja schon in Brüssel, wir sind ja nicht mal in Deutschland. Aber die ganze Zeit den Verkehr sogar noch mehr aufgehalten als ohnehin schon. Ist ja auch super. Baustelle. Da war es wichtig, auf alle Fälle runter zu bremsen. Das wäre. Ah, hier haben wir auch wieder. Dürfen wir 80, glaube ich, nur, oder? Oder war das hier? Nee, ich habe es gerade mit Großbritannien verwechselt. Warum auch immer. Da fahren wir aber auf der Kehrenseite. Also, auf der Innenseite. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, okay, jetzt kommt nicht wieder eine Schille. Ich habe auf eine. Irgendwie mit einer Brücke gerechnet. ich habe auf jeden Fall mit einem Blitze gerechnet. Aber der Blitze, der war ja schon eine Baustelle. Von dem ich rechnen sinne. Links halten. Richtung Lille. Links halten. Wieder ein bisschen weit links drüben. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Lass mich jetzt zumindest weitestgehend runterbremsen. Auf die 40. Und dann versuche ich selber Gas zu geben. Muss mal bremsen, damit wir auch aus der Cruise Control rauskommen. Also aus dem Tempomat. Ach ja, hier eins der schönen alten Prefabs, wo man nicht irgendwie Laternen in die Fresse bekommt. So, dann können wir jetzt wieder die Cruise Control den Tempomat hier anschalten. Ich habe 90, 98 Kilometer. Jetzt erstmal nach Frankreich rein und dann sind wir ja auch schon da. Also vom Gefühl her sind wir einfach deutlich länger in Köln gewesen, als jetzt von Köln nach zumindest echtzeitmäßig als von Köln nach Lille. Und da hinten dürfen wir gerade die französisch, bzw. die belgisch-französische Grenze haben. Wenn ich es richtig sehe, ja, müsste es so sein. Ich habe darauf geachtet, als ich mir die Strecke angeschaut habe, bevor wir noch an der Maut vorbeikommen, hier in Frankreich.
90? Ich glaube nicht. Ich meine, das war ja zweimal rechts abbiegen und dann sind wir in Lille. Also, pff. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Unter 50. Fahren wir mal lieber 50. Falls irgendwo die Gendarmerie ist. Bis Lille und 145 bis Calais. Nach Calais hätte ich auch, also war erst der erste Plan, nach Calais zu fahren, aber da ich dann nach Lille noch einen Ausland nach Lille gefunden habe und gesehen habe, okay, in Lille war ich nicht auf dem Profil. Das ist hier aber auch, ne? Der Zaun ist aber ein bisschen misplaced an der Stelle. Dürfen doch wieder 90 fahren, dann war nicht auf dem Schilker dann nur die 90, die 80. Oder habe ich die 90 übersehen? Und die mehr als 80, besser gesagt. Wahrscheinlich wäre es die 110 gewesen, wie jetzt hier in diesem Fall. Bitte links halten. Links halten. Habe ich auch wieder ganz nicht gesehen. Ob es 90 von 80? Wahrscheinlich 90. Ah gut, muss man jetzt auch nicht mehr die 90 fahren, weil wir sind ja schon fast in Lille. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das lohnt sich ja jetzt nun wirklich nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Oder auch nicht so, also 70. Und dann links abbiegen. Erst auf Walten Lille. Biege nach links ab. Ich habe es gerade extra nicht geblinkt, als ich da gestanden habe, damit die KI auch weiterfährt. Einfach sicherheitshalber, damit rechts halten. Und die nicht so denkt, oh, wir müssen den vorlassen, weil der blinkt. Der ist nicht in unserer Spur, aber er blinkt. Manchmal muss man die KI auch so ein bisschen, wenn man weiß, wie und wo. Oh Gott. Demnächst rechts abbiegen. Ein bisschen zu dem, in Anführungszeichen, fehlenden Realismus pushen. Nicht ganz perfekt, aber akzeptabel. So, Licht aus. Abladen.
Kann man doch schon direkt wieder pennen fahren hier. Ausgezeichnet, mehr oder weniger. Radlader JCB 457 von Köln nach Lille geliefert. Gefahrenstrecke 365 Kilometer. Dauer 37 Minuten. Schon wild. Verbrauchskraftstoff 167,6 Liter. Das war der 222. erledigte ETS 2 World of Flux Auftrag. Es gab dafür 12.775 Euro. 561 Erfahrungspunkte, da haben wir jetzt Level 31. Ja gut, wenn wir jetzt ADR ausgewählt hatten, dann geht's jetzt auf Fernfahrten. Sprich, nächste Woche kann sogar richtig lang werden. Dann werden wir jetzt Rang 6 Lieferung an einen beliebigen Ort. Plus 30% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 1500 Kilometer. Eieiei. Na gut. Fahren wir mal eben zum nächsten Schlafplatz. Da wir müssen ja ausgeschlafen sein, wenn es potenziell überall hingehen kann. Jetzt muss ich doch auf der Karte gucken. Rechts, links, rechts. So, hier geht das erst los. Ich bin schon gerade am überlegen, ich glaube, wir müssen ja eigentlich jetzt. Ich glaube, Griechenland wurde der erst angekündigt, danach kommt Nordic Horizons, ne? Auf alle Fälle erst so in Griechenland bzw. am Westbalkan oder allgemein Balkan. Ja, schon Westbalkan. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Die Prio liegen, nachdem wir den LKW hier restauriert haben und das allererste Mal einen LKW restauriert haben seit der. Seit wann ist es möglich? Seit der 1,48, 1,49? Oder war das die 1? Ne, 1,50 war es nicht, ne? Oder war das die 1,50? Ich hab schon keine Ahnung mehr. 1,50 kommt mir so kürzlich noch vor. Einfach weil aus dem Grund, weil jetzt die 1,51 gerade in der Open oder Close Beta ist. Oder war es eine 1,50? Kann auch eine 1,50 gewesen sein. Ich hab gar keine Ahnung. Aber genug gequatscht. Video ist schon wieder lang genug, vor allem für den Zeit, die Zeit im Nacken. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich rede mal wieder zu schnell, einfach weil ich zu schnell reden muss. Oder das Gefühl habe, zu schnell reden zu müssen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier aus dem Euro Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Auch wenn ich jetzt gerade Ruck und nicht Truck gesagt habe. Aber gut. Mach's gut. Tschüss.